normalen Roller easy ab, gar keine Chance hat er gehabt. Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Digital Fat Reviews. Keine Chance hatte der! Heute testen wir mal wieder ein Shared Mobility Konzept in München, und zwar die Emmy. Und das sind die Roller, die ihr hier überall findet. Inzwischen gibt es auch noch von Tiers ein paar Elektroroller, also diese richtigen Scooter. Und wie die so laufen und wie das funktioniert, was es kostet, das teste ich heute mal wieder zusammen mit dem Felix von Felix Tested Bikes. Und den sehen wir auch gleich noch. Viel Spaß dabei. Was braucht man eigentlich, um so einen Emmy-Roller mieten zu können? Naja, eigentlich ist es ganz einfach. Also ihr braucht die Emmy-App. Da müsst ihr euch in der App registrieren. Dann zahlt ihr einmalig 10 Euro Anmeldegebühr. Das gibt euch aber 50 Freiminuten, und die 50 Freiminuten müsst ihr allerdings in dem ersten halben Jahr verbraucht haben, ansonsten sind sie weg. Und dann könnt ihr einfach mit der App und dem verifizierten Führerschein zum Roller gehen. Den müsst ihr euch suchen, die stehen natürlich nur im Geschäftsgebiet von Emmy rum. Und dann könnt ihr mit der App den Roller einfach freischalten, und wie das genau funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, da drüben habe ich eine gefunden und da hinten stehen nochmal 2 Stück. Das heißt, man merkt schon, dass hier das Ende des Geschäftsgebiets ist. Deswegen stehen hier ein paar rum. Und einen davon miete ich mir jetzt mal. Jetzt stehe ich hier direkt also an der 686 SDH. Das steht hier hinten auch drauf. Und jetzt drücke ich einfach mal auf Reservieren. Dann rödelt es ein bisschen und schon geht's los. Jetzt ist wichtig, dass ihr euch die Emmy vorher mal kurz anschaut. Ob da irgendwo Kratzer mit dran sind, die größer sind als eine Kreditkarte, so heißt es zumindest in den AGBs. Und falls da was ist, was dann noch nicht gemeldet sein sollte, dann auf jeden Fall entweder über die App oder die Hotline melden. Ansonsten müsst ihr nachher beweisen, das war schon. Und das ist natürlich ein bisschen kritisch. Vielleicht noch mal ganz kurz zu den Schäden. Also wenn ihr tatsächlich einen Schaden verursacht, dann seid ihr mit 350 Euro maximal Selbstbeteiligung mit dabei. Alles andere ist über die Versicherung abgedeckt. Ja, dann drücke ich jetzt mal hier auf Miete starten. Zack, und jetzt müsste eigentlich hier hinten, Klick hat es gemacht, der Kofferraum aufgehen, und der ist auch auf. Ja, und ihr bekommt hier dann in der App noch mal ein paar Hinweise, wie es eigentlich funktioniert. Den Schlüssel nehmt ihr, dann steigt ihr auf die Emmy drauf, dann Bremsen drücken und Start drücken, und eigentlich geht es dann schon los. Also vom Fahrgefühl super nice. Der Sound von der Emmy ist richtig schön. So ein bisschen so ein futuristischer Sound schon fast. Macht ein bisschen so einen Ton wie in der Straßenbahn. Aber ja, ihr spürt auch ordentlich die Leistung. Ihr habt natürlich hier ordentlich Drehmoment. Wie viel es genau ist, weiß ich gar nicht. Aber lässt euch einfach da unten mal noch ein. So, jetzt bin ich hier angekommen und jetzt warte ich mal, wo der Felix kommt. Ach, guck mal an, wer da kommt. Da ist er ja schon, der Felix. Servus, Felix. Grüß dich. Hallo, Digital Fat. Hi, na, das ging aber schnell hier. Bist du auch mit der Emmy da? Natürlich. Ja, natürlich. Cool. Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Na, dann lass uns mal die Dinger genauer anschauen. Die schauen wir uns jetzt an. Ja, also Felix, du bist scheinbar überzeugt von dem Konzept von Emmy, oder was? Ja, ich finde es aus mehreren Punkten eigentlich ein gutes Konzept. Ich habe ja schon ein bisschen drüber nachgedacht, auch wie so, oder ich denke oft drüber nach, wie so die Zukunft der Mobilität unserer Städte ausschaut, weil ich notgedrungen ja Münchner bin und in München der ja oft zitierte Verkehrsinfarkt droht oder schon längst da ist, weil wir unsere Straßen stark verstopfen mit privaten PKWs, und ich einfach glaube, dass private PKWs einfach ein Ablaufdatum haben und irgendwann einfach nicht mehr in unseren Innenstädten sein werden. Ich hoffe, das ist in naher Zukunft, und deswegen interessieren mich solche Konzepte natürlich wie von Emmy, aber auch andere Shared Mobility Anbieter wie die E-Scooter interessieren mich, oder die E-Bikes, die wir letztens auch zusammen getestet haben von Bond, sind auch ein sehr interessantes Konzept. Bei Emmy ist es jetzt eben so, dass sie ein sehr hochwertiges E-Moped anbieten und damit der erste Anbieter waren in Deutschland. Die sind schon seit 2018 auf dem Markt, haben nicht allzu viele Städte erobert, wie jetzt beispielsweise die E-Scooter-Industrie, haben sich da auf München, Berlin, Hamburg, Wien und Düsseldorf beschränkt. Genau. Ja. Und irgendwie
auch und in Wien funktioniert das Ganze anscheinend auch sehr, sehr gut. Also die Österreicher stehen da auch drauf. Außerhalb von Deutschland, Österreich, Schweiz gibt es das Ganze noch sehr stark in Spanien, wo die Leute halt eh schon sehr offen gegenüber Mopeds sind. Und ich glaube, dadurch, dass das ein kleineres Verkehrsmittel ist, was halt auch nicht so stark stört, wenn es nur rumsteht, im Vergleich jetzt zu einem Auto, ist es was uns allen was bringt, wenn wir uns diese kleinen Verkehrsmittel teilen. Grundsätzlich fand ich es jetzt ein bisschen teuer. Ne? Ich habe ja jetzt insgesamt für 4 Kilometer 4 Euro gezahlt. Wenn ich jetzt mit der U-Bahn gefahren wäre, dann hätte ich nur knapp 3 Euro gezahlt. Wobei, da hast du auch gerade schon gegengehalten, dass wenn ich jetzt, wenn wir jetzt zu zweit gewesen wären, ne, dann hätte ich ja praktisch eigentlich zweimal 3,30 gezahlt. Dann wären wir jetzt hier mit der Emmy schon wieder günstiger gewesen. Das heißt, rein preistechnisch kommt es einem vielleicht erstmal teuer vor, aber gerade wenn man es dann effizient nutzt und nämlich zum Beispiel zu zweit fährt, dann ist es gar nicht mehr teurer. Nur wenn man sich jetzt doch körperlich selbst betätigen wollte, und das will ich ja eigentlich auch, das heißt also im Moment würde ich eher tendieren zu einem S-Pedelec, mit dem wäre ich glaube ich schneller unterwegs, hätte mich noch ein bisschen bewegt dabei und hätte auch noch Geld gespart, weil da geht es ja pro Kilometer wird da abgerechnet und hier geht es eben pro Minute. Das heißt, wenn du jetzt hier im Stau stehst, dann zahlst du fleißig weiter deine 27 Cent pro Minute. Ja, wir haben jetzt mit 27 Cent pro Minute auch nicht das allergünstigste Verkehrsmittel. Da sind wir sogar schon teurer als so manche Autos, die auch angeboten werden, zum Beispiel von ShareNow oder Sixt. Da ist man in einer ähnlichen Preiskategorie. Was kosten die, weißt du das? Ah, das hängt auch immer vom Modell und von der Tageszeit ab. Ja, jetzt ein Mini oder sowas kriegst du wahrscheinlich fast zum gleichen Preis, oder? Das letzte Mal, als ich geschaut habe, so 25 Cent pro Minute ist günstiger als im Auto. Du hast halt hier bei der Emmy noch das Problem, dass du halt sehr stark vom Wetter abhängig bist. Das heißt, das kannst du nur nutzen, wenn es warm ist und kein Schnee liegt oder es nicht regnet. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie pünktlich irgendwo hin willst und das Wetter spielt nicht mit und du willst aber mit Emmy fahren, dann musst du auch hoffen, dass das Wetter dir keinen Strich durch die Rechnung macht. Ja, aber im Endeffekt ist ja eigentlich wurscht. Also wenn wir uns jetzt die Zukunft so wünschen könnten, wie wir das gerne hätten, dann wäre ja eigentlich der Wunsch, dass du ein riesengroßes, breites Angebot hast an verschiedenen Mobilitätskonzepten, die möglichst alle elektrisch sind. Und du kannst dann je nach Bedarf das auswählen, was für deinen aktuellen Use Case das Beste ist. Und wenn es schön Wetter ist, dann nimmst du eine Emmy und fährst mit dem Roller durch die Gegend. Wenn du dich noch ein bisschen sportlich betätigen willst, dann nimmst du halt ein Pedelec und fährst mit dem Pedelec durch die Gegend. Und wenn du sagst, du willst das transportieren, dann nimmst du halt ein Fahrzeug, also ein Auto, sei es elektrisch oder Verbrenner, und kannst dann eben noch was transportieren. Oder es kommt vielleicht irgendwann noch hinzu, dass es dann auch noch Cargo-Bikes gibt, E-Cargo-Bikes zum Beispiel, die du dann auch minutenweise oder kilometerweise leihen kannst. Dann hättest du da praktisch auch nochmal ein anderes Mobilitätskonzept. Das heißt also, ich glaube auch, dass wir noch längst nicht am Ende sind. Im Moment ist es schon relativ dominiert durch die E-Scooter, also gerade die Roller, die wir auch da hinten sehen, von Bird zum Beispiel oder Dot. Davon stehen schon recht viele gerade noch in der Stadt rum. Aber man merkt, da tut sich was. Ne? Und das ist eigentlich schon ganz cool. Ja, also ich glaube, wie du sagst, je mehr Alternativen es gibt und je mehr Alternativen die Leute auch ausprobieren und dann für sich auch feststellen, welche Verkehrsmittel für sie die richtigen sind, desto klarer wird es auch, welche Verkehrsmittel sich dann auf Dauer durchsetzen, ob sie E-Scooter sind, ob es ein Mix von alledem ist, ob es vielleicht aber auch Autos sind, wir wissen es noch nicht. Vielleicht kommt auch was ganz was Neues, wäre auch spannend. Aber dieser Mix an verschiedenen Verkehrsmitteln im Angebot zu haben, ist sehr cool. Das Einzige, was halt momentan noch sehr umständlich ist, ist, dass man für jedes Verkehrsmittel eine eigene App braucht. Ja, das ist natürlich schon noch ein bisschen nervig, ist auch irgendwie verständlich, weil es natürlich alles unterschiedliche Anbieter sind und die wollen eben gerade nicht kooperieren, sondern jeder will natürlich versuchen, selber der Größte zu werden. Deswegen ist klar, dass es da so eine gewisse Hürde für den Kunden gibt. Die nervt natürlich, aber ja, also die Zukunft, wenn ich sie mir so wünschen könnte, wie ich es wollte, dann würde ich natürlich auch sagen, es sollte möglichst mit einer App irgendwie funktionieren, so eine Art Plattform, und über die kannst du dann alle buchen, was du gerade willst. Gibt es denn da eine Plattform irgendwie, mit der man irgendwie alle dann über eine App leihen kann, oder gibt es da noch nichts? Ja, es gibt schon so ein paar verschiedene Plattformansätze. Das ist ganz witzig. Auch da versuchen verschiedene Anbieter, sich da gerade durchzusetzen, ähnlich wie bei dem Markt der E-Scooter. Es gibt aber noch nicht diese eine Plattform, die sich durchgesetzt hat. Es gibt vielleicht auch in Zukunft einen Anbieter,
der sich verschiedene Plattformen dann einfach kauft und sagt, das ist jetzt die Plattform für E-Scooter, für E-Roller, für E-Autos, pipapo. Aber da findet auch gerade eine starke Konsolidierung statt. Hast du denn jetzt irgendwo im Ausland schon mal so Mobilitätskonzepte gesehen, wo du sagst, ja, das ist eigentlich als Vorreiter, wäre das auch was, wo München sich anschließen könnte? Ja, sehr spannende Frage. Wenn man sich jetzt mal irgendwie den internationalen Vergleich anschaut, sind wir in Europa schon sehr weit. Wir sind auf einem sehr hohen Niveau, jetzt auch gerade in einer Stadt wie München. Da haben wir viele verschiedene Anbieter, wir haben verschiedene Konzepte, viele Verkehrsmittel, die es jetzt beispielsweise in Amerika nicht gibt. Die haben keine E-Mobils, die haben nur diese E-Scooter, die kleinen. Was man aber in zum Beispiel südeuropäischen Ländern vermehrt feststellt, ist, dass es mehr Anbieter gibt, die E-Mopeds und Mopeds anbieten in der Shared-Variante. Und da haben wir in Deutschland gerade mal zwei. Ja, wir haben Tier mit den Gogoro-Mopeds, also E-Mopeds. Und wir haben natürlich die Emmy. So, und jetzt drehen wir noch mal eine Runde mit den Schwalben. So, jetzt geht's los mit den Teilen hier. Wir sind bei den Pinakotheken unterwegs. Im Boost-Mode geht das Teil natürlich echt krass ab. Ja, also hier ist so eine Drecksschleuder, die macht Lärm und stinkt. Wir fahren hier elegant und emissionsfrei dran vorbei. Oh, da ist der Wenig schon wieder. Hört euch mal den Sound an, das Teil ist so geil. Ja, also die Emmy macht richtig Laune beim Fahren. So Felix, das ist jetzt ein Drag Race. Ich mach schon mal die Reifen warm. Jetzt geht's gleich los. Grün für die Fahrradfahrer und grün für uns. Los geht's. Wow, Wahnsinn. Ja, also bei 47 km/h hört es dann auf. Ja, Leute, wie hat es euch gefallen? Hier mit Felix Tested Bikes haben wir heute mal die Emmy getestet. Das passt eigentlich gar nicht in deinen Channel. Trotzdem sehr geiler Channel. Auf jeden Fall abonnieren, drückt auch auf die Glocke. Und dann sage ich auch nochmal Dankeschön fürs Zuschauen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dieser ganzen Shared Mobility haltet. Was ist da eigentlich euer Lieblingskonzept? Und wir düsen jetzt noch ein bisschen hier durch die Gegend und machen München unsicher mit den Emmys. Servus!